Grüß Gott, mein Name ist Pater Rolf Hermann Ling, ich bin römisch-katholischer Priester, sogenannter Sedisvakantist. Wir haben heute den 31. August 2014. Ich habe heute einen Text geschrieben, Kohlenhydrate und Fett in der Diät. Anlass für diesen Text waren Zeitungsmeldungen der letzten Wochen, die also die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, DGE, zum Thema Kalorienzufuhr aus Fetten und Kohlenhydraten in Frage stellen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE, empfiehlt, dass ungefähr 15% der täglichen Kalorien aus Eiweißen, etwa 55% aus Kohlenhydraten und dann eben die verbleibenden 30% maximal aus Fetten bestehen sollen. Natürlich ist das Ganze noch viel komplizierter, müsst ihr eigentlich genau gucken, um welche Eiweiße es geht. Es müssen nämlich alle essentiellen und gegebenenfalls auch semi-essentiellen Aminosäuren zugeführt werden. Dann bei den Kohlenhydraten ist ganz wichtig, unterscheiden zwischen schnellen Kohlenhydraten, also Zucker, und komplexen Kohlenhydraten. Und bei den Fetten gibt es auch noch eben essentielle und nicht essentielle Fettsäuren. Die essentiellen, das sind die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, Omega-3, Fettsäuren sind momentan ja auch sowieso ziemlich in den Medien immer wieder beworben. Jetzt auch vor einiger Zeit schon durch die neue Nahrungsergänzung mit Krillöl. Auch nicht mehr so neu, aber noch immer ziemlich im Gespräch. Also erstmal, es muss klar sein, die Gewichtszunahme und Abnahme bestimmt sich nach den Kalorien. Wenn man die Empfehlung der DGE in Frage stellen, muss man grundsätzlich auch mal andere Sachen in Frage stellen dürfen. Also es gibt ja so viele Empfehlungen, also Low Carb, also wenig oder möglichst gar keine Kohlenhydrate, dann vegetarisch oder vegan, also Einschränkung bzw. völliger Verzicht hinsichtlich tierischer Produkte. Und die DGE sagt selber bei ihren Empfehlungen, dass es eben da doch keine wirklichen Beweise gibt, dass diese Empfehlungen richtig sind, also dass die vor allem das für jeden richtig sind. Und genau das ist das Problem. Also viele Empfehlungen, wie gesagt, Low Carb und Eiweißdiät und was weiß ich nicht alles, das sind eher ideologische Empfehlungen als evidenzbasierte Empfehlungen. Also für das Gewicht ist immer noch entscheidend die Kalorienzufuhr. Die Zusammensetzung ist natürlich auch wichtig, weil der Körper ja unterschiedliche Dinge braucht. Also wie gesagt, manche Fettsäuren, manche Aminosäuren sind essentiell. Kohlenhydrate sind wiederum nicht essentiell, aber wenn man dem Körper keine Kohlenhydrate oder zu wenig zuführt, dann bildet der vermehrt Ketonkörper, also sogenannte Ketose oder ketogene Ernährung. Das ist auch ein Problem für sich, diese Low-Carb-Geschichte. Also deswegen erstmal, es geht in erster Hinsicht um die Kalorienzahl und dann um die Zusammensetzung. Ich gehe gleich auf die Zusammensetzung ein. Zuerst einmal etwas zum Thema Kalorienzufuhr. Wenn man also sein Gewicht halten will, muss man also im Grunde genommen immer die gleiche Anzahl von Kalorien zuführen. Bei Gewichtszunahme, natürlich auch bei Muskelzunahme, also Bodybuilder müssen dann eben auch mehr essen, wird dann eben mehr Kalorien zugeführt und für Gewichtsabnahme entsprechend weniger. Und ich meine halt, auch mit vielen anderen wohlgemerkt, dass das Sinnvollste ist, auf jeden Fall einen Grundumsatz, also einen Grundbedarf, den der Körper einfach braucht, um das Gewicht zu halten, selbst wenn er gar nichts tun würde, also wenn er nur liegen würde, jeden Tag zuzuführen. Es gibt verschiedene Formen, die so ein bisschen helfen können, den Kalorienbedarf einzuordnen. Ich habe das mal ausgerechnet anhand einer relativ bekannten Form, also etwas älteres, Harris-Benedict, also etwas Neues dann, die von Mifflin und St. Geo oder wie das immer ausgesprochen wird, Saint-Gio oder wie auch immer, also diese Mifflin-Formel. Nehmen wir mal an, man hätte also einen Mann, 40 Jahre alt,
der 185 cm groß wäre und eine Stunde Sport pro Woche macht. Also meinetwegen dreimal die Woche 20 Minuten oder so. So, jetzt angenommen, er wiegt 77 Kilo. Dann hat er einen Body Mass Index von 22,5, was man so normalerweise als Idealgewicht bezeichnet. Um dieses Idealgewicht zu halten, müsste er dann täglich ungefähr 2380 Kilokalorien zu sich nehmen. Dann würde er 92 Kilo wiegen, hätte also einen BMI von 27 und wäre übergewichtig, dann wären das 2587. Bei 106 Kilogramm oder BMI 31, bzw. Adipositas Fettsuchtgrad 1, wären das 2779. Und bei 120 Kilogramm BMI 35, Adipositas Fettsuchtgrad 2, 2972 Kilokalorien. Also man sieht hier einen Unterschied von 600 Kilokalorien, je nachdem, welches Gewicht dieser Mann halten wollte. Ja, wie gesagt, 40 Jahre, 185 Zentimeter, eine Stunde Sport pro Woche. Je nachdem, welches Gewicht er halten will, muss er mehr zuführen. Also wenn er jeden Tag, also wenn er 120 Kilo wiegen würde und würde aber jeden Tag nur so viel zu sich nehmen, um ein Gewicht von 77 Kilo zu halten, dann müsste er seine Zufuhr um ungefähr 600 Kilokalorien reduzieren. Deswegen wäre es eigentlich schon sinnvoll, bei einer Diät einfach nicht jetzt also radikal auf Kalorien zu verzichten und damit also auch auf essentielle Nährstoffe zu verzichten, auf Vitamine und Mineralstoffe zu verzichten und so seinen Körper zu schädigen, sondern den Körper noch immer mit so viel Kalorien und gegebenenfalls eben auch mit essentiellen Makronährstoffen und Mikronährstoffen zu versorgen, dass er eben mit 77 Kilo irgendwann mal aufgestellt ist. Bei der Frau sieht das dann ähnlich aus, also 40 Jahre, 175 cm, auch eine Stunde Sport pro Woche. Da haben wir auch eine Abweichung bei 77 Kilo, also BMI 22,5, vielleicht für Frauen etwas hoch, aber nehmen wir das mal, das wären 2066 Kilokalorien pro Tag. Wenn dieselbe Frau jetzt also 107 Kilo wiegen würde, 30 Kilo mehr, und wäre dann Adipositas Fettsuchtgrad 2, dann würde sie über 400 Kilokalorien mehr zu sich nehmen. Oder wenn sie eben diese 400 Kilokalorien einspart, würde sie irgendwann auch auf diesen BMI von 22,5 kommen. Okay, das würde sehr lange dauern, aber das wäre dann eben wirklich etwas Bleibendes, nämlich diese Crash-Diäten, die führen also eigentlich weniger zum Zusammenbruch des Gewichts als mehr zum Zusammenbruch des Organismus. So, jetzt zur Zusammensetzung. Wie gesagt, es gibt keine, meines Wissens keine überzeugenden, wirklich Beweise dafür, dass man eine bestimmte Menge von Kohlenhydraten und Fetten pro Tag zu sich nehmen muss. So. Was ziemlich allgemein anerkannt ist, ist, dass man pro Tag ungefähr 1 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht braucht. Also hier wieder würde ich dann das Idealgewicht als Maßstab nehmen und nicht gegebenenfalls eine Adipositas. So, dann blieben aber noch immer, also bei einem, der jetzt meinetwegen 100 Kilo wiegen würde, dann hätte er also praktisch 100 Gramm Eiweiß am Tag, also wären ja auch nur 400 Kilokalorien, da würde er ja noch viel mehr brauchen. So, und wie füllt man jetzt die restlichen nötigen Kalorien auf aus Kohlenhydraten und Fetten? Wie gesagt, einige sagen gar keine Kohlenhydrate, weil man die ja gar nicht braucht. Meine Meinung, nein, mindestens 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wie gesagt, auch wieder ausgehend als Berechnungsgrundlage vom Idealgewicht. Also ich persönlich habe mir so einen Speiseplan zusammengestellt, den habe ich auch mal hochgeladen, also kann natürlich jeder mit einem Textverarbeitungsprogramm in weniger als 2 Minuten selber erstellen, aber vielleicht möchte das nicht jeder. Habe ich mal hochgeladen unter www.speisekarte.tk,
kann man sich das Dokument dann herunterladen. Kann man hier also auch noch eigene Lebensmittel eintragen. Das sind also 23 Zeilen hier. Und das, wenn man hier diese Felder ausfüllt, dann werden die Felder automatisch ausgerechnet. Also, was esse ich möglichst jeden Tag unbedingt? Ja, was ist also praktisch das, worauf ich eisern Wert lege jeden Tag? Und also zum Frühstück ist das zum Beispiel Dinkelkleie, 25 Gramm, Kakaobruch, 50 Gramm, Hanfsamen geschält, 25 Gramm, ein Proteinmix, 25 Gramm und Butter, 20 Gramm. So, jetzt habe ich hier also die Kilogramm, die Kilokalorien pro 100 Gramm, so wie die eben auf den Packungen normalerweise draufstehen, oder ebenfalls auch in irgendwelchen Ernährungstabellen, Nährwerttabellen im Internet nachzuschauen sind. So, und wenn ich diese Teile hier ausgefüllt habe, dann werden diese Teile ausgerechnet. Also wenn ich jetzt meinetwegen 25 Gramm Dinkelkleie nehme, dann sind das knapp 68 Kilokalorien mit 4 Gramm Eiweiß, 5 Gramm Kohlenhydraten, davon 0,25 Gramm Zucker und 10,5 Gramm Ballaststoffe und 1,3 Gramm Fett. Also das sind nämlich die entscheidenden Sachen, also natürlich Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett, aber eben auch Zucker und Ballaststoffe. Und wenn man jetzt mal sieht, wie sich die ganze Sache jetzt zusammensetzt, also es sind außerdem noch Haferflocken, Walnusskerne, Kokosraspeln und Mandeln, nämlich auch noch, wenn ich diese ganze Tabelle hier ausgefüllt habe, dann habe ich also allein dadurch schon, nur durch diese Sachen hier, jeden Tag 1724 Kilokalorien. Mein Bedarf liegt etwa bei 2700 Kilokalorien pro Tag. Also das heißt, es würde jeden Tag 1000, würden jeden Tag 1000 Kalorien fehlen. Also gut, mindestens einmal die Woche esse ich auch sehr, sehr umfangreich. Da esse ich auch Fisch und Fleisch zum Beispiel. Esse ich auch besonders viel Salat und Obst. Aber das ist so gesehen noch immer zu wenig. Ich esse also nicht an einem Tag irgendwie 10.000 Kalorien oder so. Also ich habe dann noch immer, sagen wir mal, so ein bisschen Spielraum, also zwischendurch etwas zu essen. Und dann kann ich also auch so ein bisschen mich danach richten, wie also mein Bedarf ist. Ja? Und da bin ich also flexibel dadurch. Aber das auf jeden Fall versuche ich jeden Tag zuzuführen. So, da habe ich also 1700 Kilokalorien, davon sind 84 Gramm Eiweiß bei 82 Kilo Körpergewicht, das ist also etwa 1 Gramm Eiweiß, 76 Gramm Kohlenhydrate, also auch etwa 1 Gramm Kohlenhydrat und davon sind dann eben 10 Gramm Zucker. Man sagt also, pro Tag sollte man unter 30 Gramm Zuckerzufuhr bleiben. Also auch da ist eben noch ein bisschen Spielraum. Dann 33,8 Gramm Ballaststoffe. Bei den Ballaststoffen, da gehen die Meinungen auch auseinander. Also manche sagen, also Ballaststoffe sind regelrecht gefährlich. Also die können den Magen regelrecht zerreißen. Ich finde also, dass 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag eigentlich ein ganz guter Zielwert ist. Also da bin ich auch schon drüber, 33,8 Gramm. Vielleicht für den Einsteiger ist das auch noch schon etwas zu viel. Also man soll vielleicht erst mal bei 20 Gramm anfangen, wie gut man damit zurechtkommt. Und dann vielleicht 25 oder vielleicht auch 30 irgendwann mal. Und ich bin natürlich auch ziemlich groß, mache auch Sport. Da ist 33,8 Gramm schon durchaus möglich. Und fast 120 Gramm Fett. Und wie gesagt, es kommen ja noch Kilokalorien jeden Tag dazu. Also wie gesagt, es ist ja 1000 Kalorien unter meinem eigentlichen Energiegesamtbedarf oder Gesamtenergieumsatz. So, also die Cholesteringeschichte zum Beispiel. Ja? Ich lasse öfters meinen Cholesterinwert messen, weil ich ja selber damit der Meinung hausieren gehe,
dass Eier, Butter und Sahne den Cholesterinwert nicht in die Höhe treiben, obwohl sie tatsächlich sehr viel Cholesterin enthalten. Ja? Und ich stelle immer wieder fest, ja, das stimmt. Die erhöhte Zufuhr von Cholesterin eben durch Butter, aber auch durch Sahne, durch Eier, hat bei mir nicht den Cholesterinwert erhöht, sondern hält ihn sogar immer ziemlich niedrig, unter 175 Milligramm Deziliter. So, wie gesagt, das ist eine Möglichkeit, sich zu orientieren. Man hat also immer eine Grundversorgung. Man ist sich bewusst, das und das brauche ich auf jeden Fall. Und man hat gewisse Sachen immer im Auge, dass man immer das richtige Maß wenigstens in den Grundzügen einhält, von Fetten, von Eiweißen, von Kohlenhydraten, bei den Kohlenhydraten eben auch Zucker und Ballaststoffe. So, abschließend noch eine Sache, warum erzähle ich das eigentlich als Priester? Hier zum Beispiel ist mir ein Katechismus in die Hände gefallen, der kleine katholische Katechismus für das Bistum Osnabrück, 1948, mit Vorwort von dem Bischof Wilhelm, der heißt, wie ich dann nachgeguckt habe, Berling. Und zwar ist er 1877 in Lingen geboren und 1955 in Osnabrück gestorben. Und in diesem kleinen Katechismus, direkt mit der Einleitung Liebe Kinder, da geht es also erstmal nur um die ganzen elementaren Grundzüge des katholischen Glaubens. Und da sind eben auch die 10 Gebote erwähnt. Und das fünfte, also auch nur sehr kurz, und das fünfte Gebot Gottes, das sind also noch nicht mal anderthalb Seiten, also auf der nächsten Seite geht schon weiter mit 6. und 9. Gebot, auch nur eine Seite wiederum. Und das, dieser Abschnitt über das fünfte Gebot, der hat also 4 Unterpunkte. Erstens, behüte das Leben. Zweitens, liebe deinen Nächsten. Drittens, tu keinem ein Leid an. Und viertens, werde kein Verführer. So, in dem ersten Punkt, behüte dein Leben. Lese ich mal vor. Fünftes Gebot Gottes, du sollst nicht töten. Erstens, behüte dein Leben. Gott hat dir das Leben und die Gesundheit geschenkt. Du musst sie behüten. Du darfst dein Leben nicht leichtsinnig in Gefahr bringen. Du darfst auch deiner Gesundheit nicht schaden. Frage Nummer 68. Wer schadet sich an der Gesundheit? Antwort. Wer unmäßig isst und trinkt, schadet sich an der Gesundheit. Also in dem bisschen, was zum fünften Gebot steht, steht an erster Stelle etwas, dass man nicht unmäßig essen und trinken soll. Darüber kann man ja ruhig mal nachdenken. Und das sollte eben auch erklären, warum ich auch als Priester immer wieder mal etwas zum Thema gesunde Ernährung und auch überhaupt Gesundheit sage.